Was haben Japaner und Franken gemeinsam? Sind es die ritterlichen Traditionen? Die Rüstung ist einfach viel zu klar, ich krieg's gar nicht so. Mit der Rüstung habe ich damals Kommunion gehabt. Da passe ich frei nur neu. Ist es das freundliche Wesen? Konnichiwa. Guten Abend. Oder ist es vielleicht doch die Tatsache, dass beide Völker jeweils drei heilige Berge haben? Mehr dazu gibt's gleich. Servus la miteinander und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und das hier ist ein Video über die drei heiligen Berge der Franken. Doch bevor ich ins eigentliche Thema einsteige, erstmal drei Vorbemerkungen. Erstens, ich zähle die drei Berge nur auf. Was einen Berg zu einem solchen besonderen Berg macht, werde ich nicht besprechen. Vielleicht haben manche dort ja eine besondere Erleuchtung. Have you seen the light? Yes! Yes! Warum ein Berg heilig ist und was das bedeutet, dazu dürft ihr euch in den Kommentaren austauschen. Zweitens, der Hesselberg gehört nicht dazu. Versteht mich nicht falsch, der Hesselberg ist toll. Ein toller Berg zum Wandern mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber, dass der Hesselberg ein heiliger Berg der Franken wäre, haben sich Nazis in den 1920er Jahren ausgedacht. Allen voran dieser Schreihals, der noch dazu nicht mal Franke war, sondern aus Augsburg stammte und der bei den jährlichen Massenveranstaltungen auf dem Gipfelplateau vor allem sich selbst in Szene setzte. Jedenfalls halten manche deswegen den Hesselberg immer noch für einen der Berge der Franken. Das ist jedoch falsch. Die Nazis wurden anno 45 besiegt. Und heute kann man die einzigartige Natur des Bergplateaus bei Wanderungen wieder in aller Ruhe genießen. Drittens, ist euch schon mal aufgefallen, dass bei vielen Dingen, die mit Franken zu tun haben, die Zahl 3 eine besondere Rolle spielt? Zum Beispiel, 3 weiße bzw. heraldisch silberne Spitzen im Landeswappen, dem Frankenrechen. 3 Frankenapostel, nämlich Kilian, Kolonat und Totnan. Oder wie wirklich niemand sie nennt, Kikoto. 3 katholische Bistümer, Würzburg, Bamberg und Eichstätt. 3 evangelische Kirchenkreise, Bayreuth, Ansbach, Würzburg und Nürnberg. 3 Regierungsbezirke im bayerischen Teil Frankens, Ober-, Mittel- und Unterfranken. Ordnungszahlen mehrerer Autobahnen in Franken, die durch 3 teilbar sind, nämlich A3, A6, A9, A72 und A93. In einigen Gegenden Frankens gibt es zur traditionellen Tracht der Männer einen ganz bestimmten Hut. Ihr dürft gerne raten, welcher das ist. Natürlich der Dreispitz. Wenn man sich die Landkarte Frankens ansieht, fällt einem sofort die etwas dreieckige Form auf. Und nicht zuletzt 3 heilige Berge und 3 Vorbemerkungen in diesem Video. Unser erster Berg ist das Walberla. Das Walberla im Landkreis Forchheim heißt eigentlich Ehrenberg und ist ein sogenannter Zeugenberg mit 2 Gipfeln, dem 532 Meter hohen Rodenstein und dem 513 Meter hohen Walberla. Es hat sich jedoch eingebürgert, dass der Name Walberla für den gesamten Berg verwendet wird. Auf dieser Ehrenberg befand sich in der Keltenzeit eine befestigte Siedlung, die wohl sehr bedeutend war. Funde bezeugen, dass von hier aus Handel bis nach Südeuropa betrieben wurde. Guter fränkischer Spargel, Käfer, ganz frisch, heute ist reinkommen. Heute ist das Walberla ein Ausflugsziel für die Menschen aus der gesamten Umgebung. Es gilt als das Tor zur fränkischen Schweiz und man kann von dort aus herrliche Ausblicke in die Umgebung genießen. Eine christliche Kapelle auf dem Berg wird erstmals 1360 erwähnt, dürfte aber schon wesentlich früher dort gestanden haben. Die heutige Walburgiskapelle, benannt nach der heiligen Walburga, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Von Walburga kommt auch der Name Walberla. An jedem ersten Sonntag im Mai findet das Walberla-Fest mit Tausenden von Besuchern statt. Als Berg der Franken ist das Walberla vor allem in Mittelfranken und im südlichen Oberfranken bekannt. Als Ausflugsziel eignet er sich das ganze Jahr über, auch weil mehrere Gastwirtschaften um den Berg herum viel Gutes zu bieten haben. Zweitens, der Staffelberg.
Auch auf dem 539 Meter hohen Staffelberg im Landkreis Lichtenfels gab es in der Antike ein keltisches Oppidum. Dabei dürfte es sich wohl um die schon bei den Römern bekannte Siedlung Menosgada gehandelt haben. Befestigungsreste sind bis heute noch sichtbar. Von 1696 bis 1929 lebten Einsiedler auf dem Berg. Der bekannteste von ihnen hieß Ivo Hennemann, der von 1857 bis 1897 die Klause neben der Kapelle bewohnte. Bekannt wurde er, weil ihn mit Viktor von Scheffel eine langjährige Freundschaft verband. Dieser hat ihn dann als Heilgenfeit vom Staffelstein 1859 in seinem Wanderlied über Franken verewigt. Der Staffelberg gilt vor allem im nördlichen Oberfranken als heiliger Berg bzw. Berg der Franken. Schon seit dem Mittelalter gab es auf ihm eine Kirche. Ein spätgotischer Bau wurde im Bauernkrieg 1525 zerstört. Heute befindet sich auf dem Hochplateau des Berges die im 17. Jahrhundert errichtete Adelgundeskapelle und die sogenannte Staffelbergklause mit Biergarten. Mal abgesehen von seinem historischen Hintergrund ist der Staffelberg auch ein Ort der Märchen und Sagen. Sie erzählen in unterschiedlichen Versionen von unermesslichen Reichtümern, kleinen Kobolden, den Querkeln oder gar von einem riesigen Fisch im Berginneren. Das 3 Hektar große Gipfelplateau und weitere Teile des Staffelberges bilden seit 1985 ein etwa 41 Hektar großes Naturschutzgebiet. Wer den Aufstieg auf den Berg geschafft hat, wird auch dort mit einem herrlichen Blick in die Umgebung belohnt. Der dritte, höchste und als solcher wohl älteste heilige Berg der Franken ist zu guter Letzt noch der Kreuzberg in der Rhön. Auf dem 928 Meter hohen Kreuzberg im Landkreis Rhön-Grabfeld befand sich vermutlich schon in keltischer Zeit eine Kultstätte und eine Fliehburg. Davon zeugen heute noch Mauerreste auf dem Gipfelplateau. Anders als beim Walberla und dem Staffelberg wäre der Kreuzberg für eine größere Siedlung viel zu hoch und die Witterung eindeutig zu kalt gewesen. Scheiß Kälte! Selber Scheiß Kälte! Der Legende nach hat der heilige Kilian höchst selbst dort im Jahre 686 auf seinem Weg nach Fulda bereits das erste Kreuz errichtet. Angeblich soll der Berg deshalb schon seit dem 8. Jahrhundert ein Wallfahrtsort gewesen sein und in der Folge als heiliger Berg der Franken gegolten haben. Bis in das 17. Jahrhundert hinein hieß er jedoch Aschberg. Erst nach der Errichtung der Kreuzigungsgruppe durch den Würzburger Fürstbischof Julius Echter im Jahr 1582 etablierte sich nach und nach sein heutiger Name. Die Franziskaner gründeten 1644 ein Kloster auf dem Berg. Eine Klosterbrauerei kam dann im 18. Jahrhundert dazu. Schließlich ist man ja in Franken. Heute ist es sogar die einzige Brauerei, die der Franziskanerorden in Deutschland noch betreibt. Die dazugehörige Gaststätte auf dem Berg, in der es natürlich auch den guten Frankenwein gibt, versorgt die Wanderer, die alljährlich zu Hunderttausenden den Berg besuchen. Alle drei Berge sind tolle Ausflugsziele. Ich persönlich besuche gerne alle drei und genieße die Weite und den Blick von den Gipfeln über das Frankenland. Vielleicht begegnet man sich ja mal. So viel dazu. Bitte hinterlasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Ade.